Auferstehungskirche in Langenau. Wieso heute aus einer Kirche, wo ich doch schon an so vielen unterschiedlichen Orten unterwegs war und wo wir Gott doch überall begegnen können? Nun, in manchen Situationen, da denke ich doch, so eine Kirche ist noch einmal ein besonderer Ort, um zur Ruhe zu finden oder um uns im Gebet an Gott zu richten. Ein Gebet zu sprechen da, wo Worte nicht weiterhelfen. Und gerade, finde ich, befinden wir uns auch in so einer Situation. Wenn wir auf die Ukraine schauen, auf den drohenden Krieg, da ist so viel Angst, da ist Schrecken. Gerade noch hieß es, Putin werde möglicherweise heute in der Ukraine einmarschieren, dann hörten wir, nein, er hat wahrscheinlich Truppen abgezogen. Da ist Verunsicherung, da ist Angst. Und da ist das Hoffen, dass ein Krieg ausbleibt. Krieg ist verkehrt, egal wie, und er schadet immer. Es wird letztlich keine Gewinner geben, nur Verlierer. Und es ist nichts, was auch Gott gewollt ist. So lesen wir auch in der Bibel. Wir hören es im Römerbrief, im 12. Kapitel, Vers 18. Haltet untereinander Frieden, soweit es euch möglich ist und in eurer Macht liegt. Oder dann auch im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 14. Haltet Frieden untereinander und setzt alles daran, einig zu sein mit Gott, nach seinem Willen zu leben, denn sonst werdet ihr Gott nicht sehen. Gott möchte den Frieden. Er selbst liebt uns alle wie seine Kinder. So heißt es auch in der Bibel. Denn Gott selbst ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. So heißt es im 1. Johannesbrief, im 4. Kapitel, Vers 16. Und gerade um die Liebe ging es ja auch schon in dieser Woche. Am Montag haben wir Valentinstag gefeiert. Vielleicht nicht jeder, und doch ist es ein Gedenktag, der immer häufiger begangen wird. Und der auch schon im 3. Jahrhundert dann so langsam Bedeutung gewonnen hat, weil da lebte der heilige Valentin. Aus Terni kam er, in Mittelitalien. Und es ranken sich heutzutage viele Legenden und Geschichten um ihn. Die sind auch vielleicht ineinander geflossen aus verschiedenen Erzählungen. Und trotzdem sagt man diesem Valentin nach, er habe in einer Zeit, wo es nicht erlaubt war, eben christlich getraut, Paare getraut, auch Soldaten, denen es untersagt war. Und er habe Wunder getan, er habe geheilt, wie eine blinde Tochter, der er dann leider, als sie verstarb, noch einen Lebensbrief aber schrieb, mit unterschrieben, dein Valentin. Und er wäre auch wohl ein sehr guter Gärtner gewesen, heißt es, und er habe den Liebespaaren, die an seinem Klostergarten vorbeikamen, noch eine Rose geschenkt, ein Liebeszeichen. Aber für all diese Taten ist er schließlich hingerichtet worden, 269. Rund 200 Jahre später hat dann die Kirche seinen Gedenktag angefangen zu feiern. Und im 14. Jahrhundert ist dieser Gedenktag dann auch größer geworden. Und seitdem feiern wir diesen Valentinstag. Wir erinnern uns daran, wie wichtig es ist, einander zu lieben. Und dass Gott das auch von uns wünscht. Dass wir einander lieben, freundlich begegnen und mit jedermann letztlich Frieden halten. Daran möchte ich uns einfach diese Woche erinnern. Und ich möchte alles, was geschieht, in Gottes Hand legen, für den Frieden mit uns beten, für die Liebe beten. Und so möchte ich jetzt hier in der Kirche noch eine Minute Stille halten mit uns gemeinsam und ein Licht für den Frieden für die Menschen in der Ukraine und überall auf der Welt entzünden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich hoffe so sehr, dass wenn Menschen überall auf der Welt ihre Stimmen erheben und sich in diesem Gebet zu einer Stimme vereinen, dass es Gehör findet, dass Krieg ausbleibt und der Frieden gewinnt. Denn wie heißt es doch so schön? Make love, not war.